Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Das war ein Ritt, Leute. Also DHL und ich sind hier jetzt gerade nicht mehr so die größten Freunde gewesen, denn das war ein langer Weg von der Box, bis sie dann bei mir war. Nun, egal. Ich habe hier die Lookfantastic Muttertagsbox und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Box, die bei Lookfantastic jetzt erschienen ist und die auch endlich ihren Weg zu mir gefunden hat. Eigentlich sollte die schon vor einer Woche bei mir geliefert werden, aber DHL hat sich einfach gedacht, nö, gar keinen Bock drauf. Also die, das war alles etwas wild, trotz Abstellgenehmigung und Co., aber letztendlich habe ich es dann wiedergefunden. Es wurde in der Filiale abgeliefert, läuft und auch da musste etwas gesucht werden, bis sie dann endlich auch mir ausgehändigt werden konnte. Manchmal sind die Wege von Dingen etwas weiter, als man denkt und alles ist sehr verrückt. Nun, ich habe auf jeden Fall die Box jetzt hier, die normalerweise 70 Euro kostet und ihr könnt mit meinem Code CLAUDIWELT da ein bisschen was drauf sparen. Das müssten ungefähr 5 Euro sein und die hat einen Wert von über 200 Euro, also richtig cool, vielleicht auch ein richtig tolles Muttertagsgeschenk. Und ich werde es auch so analysieren, als würde ich das meiner Mama schenken oder als würde ich als Mama diese Box bekommen. Also quasi zwei Generationen Abcheck gedünsen. Und ja, ich würde sagen, wir werfen einen Blick hinein in dieses sonnengelbe Teil. Das ist das allererste, was ich hier anmerken muss. Diese Box werde ich auch nehmen, um meiner Mama ein Muttertagsgeschenk da reinzumachen. Denn meine Mama hat als Lieblingsfarbe gelb. Passt wie Poppes auf einmal, Leute, ich sag's euch. Ich liebe auch diese Hutverpackung. Habe ich tatsächlich auch schon in der Form, in vielerlei Hinsicht. Manche davon sind schon als Spielekisten für Julius im Einsatz. Ich habe jetzt hier mal den Deckel entfernt. You look fantastic steht hier drin. Richtig, richtig cool. Ich habe die Box übrigens zugeschickt bekommen und verlose in diesem Video auch eine selbst zusammengestellte Beautybox. Alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Schau gerne mal rein, wenn du möchtest. Also, wir werfen jetzt einen Blick hinein. Als erstes habe ich hier so einen kleinen Flyer. Mother's Day Beauty Edit 2024 und dann hat man ein digitales Heftchen. Man hat aber auch die Möglichkeit, auf der Homepage schon direkt die Produkte vorab zu sehen, dass man einfach für sich persönlich abschätzen kann. Ist einem selbst der Inhalt, was hier drin ist, auch das wert, was man dafür bezahlt. Wenn man das als Geschenk weiter verschenkt, ist das natürlich auch eine ganz feine Kiste, ne? So weiß er auf jeden Fall Bescheid, ob das auch Sinn ergibt, ne? Nö, nö, nö. Gott, ich bin ein bisschen fusselig gerade. Okay, ich bin wirklich aufgeregt. Dann schauen wir uns mal das erste Produkt an. Das sieht übrigens so aus. Man hat so ein bisschen Krüppelpapier drin. Und als erstes habe ich hier von Color Wow, das ist schon mal richtig schön, ein Dream Cocktail Cup Infused Leave-In Treatment for Fine Flat Hair. Das habe ich ja definitiv. 200 Milliliter. Und ich glaube, sowohl meine Mom als auch ich würden das sehr gerne verwenden. Color Wow ist eine sehr gute Marke, da habe ich auch schon einiges von den Anwendungen gehabt und kann die auch wirklich empfehlen. Die ist nur wirklich ein bisschen hochpreisiger, sodass man die sich nicht mal eben so kauft und dann freut man sich halt, wenn man das als Geschenk für sich oder für jemand anderen in der Box halt mit drin hat, ne? Also finde ich klasse, dass man da einfach etwas für die Haare schon direkt mit dabei hat und Haare machen Sinn. Loaded with flattening carbs. Zellulose, Oat Brand und so weiter und so fort. Sehr, sehr interessant. Und so ein Leave-In verwende ich persönlich auch immer ganz gerne halt nach dem Haare waschen, ne? Mache ich mir das halt so in die Längen und Spitzen rein, einfach damit die Haare ein bisschen mehr Leben bekommen. Ja, morgen gehe ich zum Friseur, da kommen dann einfach mal, ich denke so viel ungefähr, kommt dann ab, ne? Dass das Ganze bei mir auch wieder etwas gesünder aussieht. Wobei ich aktuell auch mit meiner Haarpflege recht zufrieden bin und finde, dass meine Haare auch einen ganz guten Eindruck machen. Aber heute ist definitiv auch Hair Wash Day. Nun, auf jeden Fall cooles Produkt, cooles erstes Produkt in der Box, ne? Damit hat man theoretisch, glaube ich, also Color Wow ist sehr, sehr teuer, wie gesagt, die Hälfte schon werttechnisch raus, also von dem, was man für die Box bezahlt hat. Skincare und vor allem eine schöne Gesichtsmaske sind natürlich auch eine feine Sache, finde ich großartig. MZ Skin bei Dr. Mariam Zamani Anti-Pollution Hydrating Face Mask. Das ist toll. 25 Gramm. Wow. Also du hast hier so eine Hydrogel-Maske drin, so eine zweigeteilte. Und ich glaube, von der Marke hatten wir auch schon mal was in der Lookfantastic The Box drin enthalten. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich die sehr, sehr gut fand. Allein wenn ich hier so fühle, merke ich, dass es auch relativ dünn ist. Das heißt, es wird auch ein sehr schönes Home-Spa-Feeling sein. Und ich weiß, dass meine Mom nicht unbedingt Fan von Tuchmasken ist. Ich aber. Also,
Absolut personenbezogen, aber ich persönlich finde es cool, dass wir das hier drin haben. Werde ich auch, ich denke mal, heute Abend direkt in Anwendung nehmen. Dann könnt ihr auch das Fazit dazu in meinem Aufgebraucht-Video sehen. Also, wenn ihr Bock habt, sowieso super gerne meinen Kanal abonnieren, damit ihr keine Updates verpasst, keine Reviews, ne, zu den Sachen, die in den Boxen drin waren. Und zu dem ganzen generellen Beauty-Wahnsinn, der sich hier jeden Tag bei mir abspielt. Dann habe ich hier als nächstes ein Produkt drin. Das ist auch so ein Oldie but Goldie, ne? Shiseido Ultimmune, das Power Infusing Concentrate mit 10 Millilitern haben wir hier drin. Das ist ein Serum, ein Gesichtsserum und ja, das ist so ein bisschen Slow Aging mäßig. Eine energieaktivierende Essenz steht hier hinten drauf, das ist natürlich sehr charmant. Feiere ich persönlich sehr. Ich glaube, für meine Mom wäre das ein bisschen zu krass, weil die halt sehr, sehr, sehr sensible Haut hat. Also die hat wirklich Neurodermitis-Haut, ne? Und da wäre das dann natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich persönlich finde das cool. Allein die Marke macht schon was her, das in so einer Box mit drin zu haben. Doch, ich glaube schon, dass es ganz gut kommt, oder? Was meint ihr? Könnt ihr gerne auch in die Kommentare reinschreiben. Also ich feiere das. Ich weiß jetzt nicht, womit das dann entsprechend sein wird, aber ich habe das auch schon mal verwendet und da war das einfach ein angenehmes Gefühl. Es ist ein sehr, sehr leichtes Serum und spendet Feuchtigkeit und ja, gibt dann offensichtlich auch Energie, aber also ich habe es positiv in Erinnerung, muss ich sagen. Dann haben wir auch noch ein bisschen dekorative Kosmetik mit dabei. Sunkissed Pink, den müsste ich glaube ich sogar schon da haben. Von Nude Sticks ein Intense Matte Lip and Cheek Pencil. Sowas feiere ich sowieso immer, wenn man halt die Lippenprodukte, die Lippenstifte auch als Blush auftragen kann. Habe ich heute auch mal gemacht. Da habe ich diesen Lippenstift auf dieser Seite mal auch als Blush aufgetragen und sonst auch kein Puderblush drüber. Sehr subtil, sehr leicht. Auf der Seite habe ich einen anderen, den sieht man ein bisschen mehr. Ich teste aktuell so ein paar Produkte, nämlich auf ihre Multi-Use-Verfügbarkeit. Auf jeden Fall sind das 2,8 Gramm. Das dürfte auch eine Originalgröße sein. Und ich finde auch, dass die Farbe sehr ansprechend aussieht. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass es eine schöne Nude-Lippe mit einem Hauch rötlich-wärmlichen Touch geben kann. Und dann dazu hast du halt noch die Möglichkeit, das als Blush aufzutragen. Da würde ich halt empfehlen, das dann so auf die Handgeschichte hier auf den Handrücken zu machen und dann mit dem Pinsel dran und dann einarbeiten. Ich glaube, das kann ganz gut werden, ne? Schön. Vor allem finde ich das auch ehrlich gesagt ganz cool, gerade weil es ein Multi-Use-Produkt ist, dass es jetzt in der Größe ist. Sonst haben wir auch manchmal die sehr, sehr kleinen Größen von Nude Sticks mit dabei, ne? So, oh ja, was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein Duft Floral Street. Den hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch in der Muttertagsbox drin. Arizona Bloom, ein Eau de Parfum mit 10 Millilitern. Da hoffe ich jetzt natürlich, dass es auch ein Sprayer ist. Bin ich nämlich eher so Fan von, müssen wir mal gucken. Cruelty-free und vegan, also tierversuchsfrei und vegan, scheint die Marke auch zu sein. Steht hier hinten drauf. Huch, du bist ein Sprayer. Wie charmant ich dich finde. Das ist toll. Oh, der riecht aber intens. Also allein schon vom Nicht-Sprühen, das ist richtig krass. Den kann ich mir jetzt mal auflegen. So schaut der Sprayer aus. Schön zum Verreisen eigentlich auch, ne? Sehr blumig, aber der hat auch irgendwie was von grünblumig mit dabei. Also nicht so klassisch dunkle Rosen, die dich jetzt irgendwie überlaufen, sondern das ist auch irgendwie ein bisschen weicher. Also das wäre auch ein Duft, obwohl meine Mom eher so auf aquatische Düfte steht. Der könnte auch was für sie sein. Also das ist wirklich ein Duft, den wir beide tragen würden. Wir sind sonst sehr unterschiedlich, was die Düfte so angeht. Weil der hat was Frisches mit dabei, aber auch irgendwie was... was Blumiges, leicht Blumiges, wie so eine leichte Gänseblümchenwiese, mehr oder weniger. Ich weiß jetzt nicht, wie hier die Duftkomponenten sind, aber gleichzeitig hat er auch was sehr elegant Weibliches. So im Unterton kommt das gerade. Das ist dann wahrscheinlich irgendwas Holziges oder sowas. Ich habe euch die Duftnoten auch mal eingeblendet. Sehr, sehr interessanter Duft. Ein schöner Alltagsduft, aber ein besonderer Alltagsduft. Ich mag den. Ich rieche den ja gerade die ganze Zeit nochmal. Sehr, sehr angenehm. Also das ist ein schöner Duft. Definitiv. Und hier haben wir halt auch wieder diese gelben Blumen mit dabei, ne? A dry floral amber fragrance for the sunny, euphoric, nomadic and free-spirited. Okay, also Amber ist das dann auch mit dabei. Okay, interessant. Also hier haben wir die gelben Blumen mit dabei. Das heißt, allein von der Verpackung her wird meine Mom das auch wundervoll finden. Ja, kann ich mir gut an ihr vorstellen. Wobei der ihr tatsächlich sogar noch einen Tick zu schwer sein könnte. Gegebenenfalls.
Weiß ich jetzt so nicht, ne? Muss ich sie mal fragen. Sie besucht mich morgen. Oh, Leute. Das war auch abgebildet, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das so groß ist. Das Ritual of Sakura Body Cream mit Reismilch und Kirschblüte, das ist ein Riesenpott mit 220 Millilitern. Ich mag so gerne diese Reihe. Das ist so mein Favorit, muss ich wirklich sagen. Das ist auch relativ reichhaltig. Das heißt, Muttertag ist ja im Mai, dementsprechend könnten da noch gegebenenfalls ein paar kühlere Tage sein. Aber wenn es dann so Richtung Frühling, Sommer geht, präferiere ich persönlich eher so leichtere Texturen. Das ist, wie gesagt, eine etwas schwerere Sache, aber nicht so eine ganz harte, schwere Körperbutterbutter. So ein Zwischending ist es halt, ne? Aber für meine Mom mit ihrer super trockenen Haut könnte das sehr gut was sein. Wobei hier wahrscheinlich die Parfümstoffe sie ärgern könnten. Aber sie hat auch schon mal Produkte von mir bekommen, von Ritual of Sakura. Und die fand sie bislang auch immer ganz schön. Die haben ihr ganz gut gefallen. Also da sind wir uns, glaube ich, auch relativ einig. Würden wir beide mögen. Das finde ich so abgefahren gerade, dass wir so ein Riesenpott hier drin haben. Das ist krass. Mit diesem edlen Deckel und so. Das ist jetzt ja auch noch original verschlossen und so. Gar keine Frage. Aber ich liebe diesen Duft. Rieche ich jetzt nicht raus. Ich rieche jetzt gerade das Parfum, aber ich weiß halt, wie es riecht. Und ich kriege es gerade durch die Tür. Und das ist richtig gut, dass das hier mit drin ist. Das wird jetzt in Relation zu manch anderen Produkten hier wahrscheinlich nicht diese ultimative krass Wertgeschichte haben, aber ich finde allein von der Größe her das einfach sehr charmant. Muss ich wirklich sagen. Und das hört nicht auf. Hier ist wirklich viel drin, ne? Dann haben wir noch eine Mascara mit dabei. Das kannst du immer gut reinpacken von Bobbi Brown. Die Smoky Eye Mascara ist in einer kleinen Größe mit 3 Millilitern mit dabei. Ich kann euch das Bürstchen auch gerne mal einblenden. Die müsste ich auch noch irgendwo da haben, dass ich die dann auch mal in einem Full-Face-Beauty-Boxen für euch testen kann. Ne? Und wie gesagt, Mascara geht immer in solchen Boxen, weil das überhaupt immer so ein Produkt ist. Ich glaube, die meisten verwenden, wenn sie irgendwas verwenden, mindestens Mascara. Glaube ich jedenfalls. Also das ist so auch meine Erfahrung, wenn ich mich auch so umgucke an Orten, einkaufen gehen, keine Ahnung, irgendwo, dann meistens, wenn die Leute sonst nichts tragen, tragen sie Mascara, ne? Und dementsprechend ist es hier einfach gut aufgehoben. Das finde ich klasse. Und Bobbi Brown ist auch eine hochwertige Marke, was nicht unbedingt zwangsläufig heißt, dass die Mascara Wawawu-mäßig ist, aber das ist schon mal sehr charmant. Also, ne, dass du halt hier auch so diese Marken drin hast, die bekannt sind und wo auch sich Menschen drüber freuen, wenn sie dann die Box auspacken, dass man einfach das Gefühl bekommt, auch was Hochwertiges zu bekommen, ne? So, dann habe ich hier noch zwei Tuben drin. Das ist auch so toll. Wir haben hier auch wieder was für die Haare. Ich glaube, das sind die... Nee, doch nicht. Oh, hier ist noch mehr drin. Lecco Mio. Also das ist wirklich eine prall gefüllte Box. Ich lasse es mal eben kurz schon mal hier raus. Oh, da sind noch zwei Sachen gleich. Krass. Okay, also zwei habe ich hier. Ne? Shampoo und Conditioner. Schlau, beides reinzupacken. Ich finde auch, Shampoo und Conditioner geht auch immer in solchen Boxen. Jeweils 75 Milliliter von Naughty. 97% natürlich. To the Rescue. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Moisture Boost. Wer kann es nicht gebrauchen? Jetzt mal ehrlich, ne? Finde ich klasse. Also sowas ist auch schlau überlegt, weil du kannst es... Wirklich, also meine Mom würde sich drüber freuen, ich freue mich drüber. Es sind von den Größen her okay Größen, also es ist jetzt keine Mini-Größe, ist aber keine Riesengröße, sodass man halt auch einfach die Möglichkeit hat, diese Marke einfach mal auszuprobieren, weil mir persönlich sagt sie so gar nichts. Gleichzeitig ist es aber auch etwas, was ich mir gut vorstellen kann, zum Verreisen auch mitzunehmen. Und ich finde es großartig. Also für mich ist es einfach auch gut überlegt, hier Shampoo und Conditioner mit reinzupacken. Und auch das Leave-In. Das ist ja eine schöne Haarpflegeroutine, die sich da entwickelt. Ne? Da hat jemand nachgedacht, als die Box gepackt wurde, muss ich wirklich sagen. Für trockenes und strapaziertes Haar habe ich definitiv. Läuft. Finde ich sehr interessant. Dann haben wir noch einen Klassiker hier mit drin von Laneige. Das ist eine Lip Sleeping Mask. Auch das, ne? Das ist mit Beere und 8 Gramm haben wir hier drin. Das ist eine Lippenpflege. Ja, ich weiß, viele beschweren sich auch immer darüber, wenn wir in Beautyboxen Lippenpflege drin haben. Aber das ist auch tatsächlich ein Produkt, was immer geht, ne? Also da, ich weiß nicht. Also ich glaube, mit Lippenpflege macht man schon die Leute glücklich. Und Laneige ist auch eine sehr gute Marke. Das ist auch die Mutter der Lip-Sleeping-Mask-Geschichten. Da gibt es jetzt ja auch viele andere Hersteller, die sowas anbieten. Aber Laneige waren die ersten, die das so rausgebracht hatten, meines Wissens nach. Und so kann ich das auf jeden Fall auch nochmal wieder ausprobieren. Ich hatte oder habe jetzt auch ein anderes in Anwendung. Und da muss ich nochmal gucken, wie das nochmal war. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt nicht sogar K-Beauty oder sowas? Nee. Nee, nee, doch. Fabrik in Korea, also produziert in Korea, ne?
Genau, weil das meine ich nämlich auch, dass ich das damals auch durch koreanische Beauty so kennengelernt habe. Und viele schwärmen davon. Viele bezeichnen das auch als absolute Favoriten und so weiter. Kannst du halt über Tag schön auftragen oder du kannst es auftragen, wenn du ins Bett gehst oder so, dass man da einfach ja, die Lippen halt schön gepflegt bekommt. Ich finde es klasse. Ne? Klar, diese Pöttchen sind immer ein bisschen blöd, wenn du da mit dem Finger reingehst. Deswegen habe ich sowas eigentlich eher so am Bett stehen oder halt bei mir im Badschrank, wenn ich sowieso meine Skincare-Routine gemacht habe und mir das dann am Ende drüber gebe. Ne? Dann habe ich saubere Finger und kann mir dann nachher auch die Hände abwaschen. Für unterwegs ist es nicht unbedingt was, finde ich persönlich. Und dann habe ich hier das letzte Produkt. Das ist von Aromatherapy Associates London Deep Relax. Das ist so ein Roller. 10 Milliliter haben wir hier drin. Ich hatte hiervon auch schon mal Produkte, ich glaube, für den Körper, irgendwas zum Duschen oder so, sehr intensiv. Also für mich persönlich ist es nichts, für meine Mom glaube ich auch nicht unbedingt, wobei die Yoga macht. Obwohl, macht die noch Yoga? Glaub schon. Ich rieche nur noch das Parfum, Leute. Ja, aber sowas ist natürlich auch eine ganz süße Geschichte, wenn man halt das Ganze im Rahmen von Homespa sieht, von entspann dich mal, Mom, du leistest so viel, du machst so viel. Jetzt hast du einfach mal die Möglichkeit, dich mit so einer Box hinzuchillen und dir einfach mal einen Moment der Ruhe zu gönnen und dir dann so ein bisschen Deep Relax auch reinzuziehen. So nach dem Motto halt, ne? Also von der Überlegung her passt es definitiv hier rein, aber wie gesagt, für mich persönlich sind diese sehr intensiven Aromatherapie-Geschichten nicht unbedingt was. Und das hier war jetzt auch die Box. Wir haben wieder mal eine richtig gut bestückte Limited Edition, die Look Fantastic rausgehauen hat. Ich bin immer wieder begeistert. Also kann ich nicht anders sagen, du machst einen guten Deal, du hast ein hammermäßiges Preis-Leistungs-Verhältnis, eine schöne Verpackung auch hier mit dabei und also wirklich schon direkt eingepackt, das ist, ne, ist zum Verschenken ideal und auch toll ausgewählte Produkte, wo du niemandem auf den Schlips trittst oder sonst irgendwas. Ich finde es klasse. Also ich setze euch dazu gerne den Link in die Infobox, wenn ihr darüber bestellt, supportet ihr mich. Der ist nämlich affiliated und der Code CLAUDIWELT ist nur für euch. Da könnt ihr aber auch im kompletten Shop mit shoppen gehen, wenn ihr mögt. Ihr Lieben, ne? Ich bin begeistert. Ihr auch? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn nein, auch gerne. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.